Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Ranch Sim. Zwischen der letzten Folge und der heutigen war ich ein bisschen auf Bärenjagd und ich habe jetzt 1314 Dollar. Ja, ich bin jetzt gerade aufgestanden. Ich schlafe irgendwie nicht in meinem eigenen Haus. Ich mag Zelte irgendwie viel mehr. So, euch geht's gut? Habt ihr noch Fresserchen und Trinken und so? Ja, habt ihr. So, was ist hier? Muss ich hier wieder was auffüllen? Nein. So, mal sehen, wie es mein Schweinchen geht. Euch geht's gut? Na, Halleluja. Euch geht's gut. Das ist schön. Das ist sehr schön. Jetzt weiß ich nicht, meine Lieben. Wann sterben die eigentlich? Ich meine, die sind doch schon fett genug. Ich weiß ja nun nicht, ob ich, ich weiß es echt nicht, ob ich mir ein Pickup kaufen sollte. Ich weiß auch gar nicht, wie teuer die sind. Wollen wir mal hinfahren zum Autohaus? Wo ist denn hier das Autohaus? Das Autohaus ist hier oben. Ja, Straße einfach entlang, ne? Nehme ich mal an. Also, oh, nicht an das Haus. Nein, nein. Ist doch richtig, oder? Nein. Ach, bleib doch mal stehen, Mädel. Nee, ich fahre genau in die falsche Richtung. Ha! Ich wusste es. Ich wusste es. Einmal Kehrtwendung, bitte. Da lang müssen wir. Okay, ja, gut zu wissen. So, mein Tierchen geht's gut. Hallo? Ich bin weit weg vom Schild. Ist ja unfassbar. Ich habe auch beim Jagen festgestellt, dass jetzt die Waffe, wenn man aus dem Auto aussteigt, in der Regel eigentlich schon geladen ist. Sollten wir auch noch mal zur Tankstelle? Ich glaube, wir sollten auch noch mal zur Tankstelle. Denn wir kommen daran vorbei, ne? Ich glaube, wir kommen zuerst an der Tankstelle und dann an das Autohaus. Ja, genau. Super, dann fahren wir gleich mal tanken. Was ist denn da eigentlich für ein Weg? Komm, bleib stehen. So. Ach nee, ist ja die Seite. Ist ja die Seite. Ja, genau. Nee, das jetzt so und jetzt mit E. Genau. Einmal voll tanken, bitte. Wunderbar. So, und jetzt wieder mit E. Okay. Weiter geht's. Vollgetankt sind wir. Mich würde echt mal interessieren, was jetzt so ein Auto kostet. Ich habe natürlich die Preise nicht im Kopf. Vielleicht reicht ja mein Geld ja auch gar nicht. Wow. Stopp. Du parkst jetzt einfach hier, ist doch egal. Hallihallo. Hallo. Ich hätte gerne ein Auto. Schallplatte nehmen. Okay, danke. So, drücke verwenden. So, das kostet 200, kann zwei Schweinchen transportieren. Okay. 1400? Oh nein. Mein Geld reicht nicht. Ein Pickup. Könnte zwei Schweinchen. Oder ein Schwein oder eine Kuh. Oh mein Gott, danach bin ich ja pleite. Kann
kann man das Auto nicht irgendwie drehen? Was gibt's denn noch? Oh, der kostet 2.300. Ja, habe ich nicht. Limousine, okay, kann nichts. Geländewagen kann genauso wenig. Und das ist ja hier mein Nutzfahrzeug. Tausendzweihundertfünfzig. Ach du Scheiße. Ach, wisst ihr was? Ja, ich kauf's. Ja, gut. Weil es kann auch eine Kuh transportieren. Das ist doch schon mal ein Anfang. So, mal gucken, wie hässlich jetzt mein Auto aussieht. Der hier? Oh, ich finde den voll cool. Der ist doch gar nicht hässlich. Ah, der Tank ist fast leer. Okay. Warum parke ich eigentlich hier hinten? Ist ja voll unfair. Gott, mal sehen, wie der sich jetzt fährt. Okay. Das. Wow, wow, wow. Kann ich noch Anbauten machen? Oh Gott, wie klingt denn der? Der klingt ja wie eine Rostlaube. So, mal sehen, was ich upgraden kann. Farbton. Ich habe nur noch 47 Dollar. Er macht aber keinen Farbton. Ehrlich, ich kann nichts upgraden. Ach so. Aha. Zurücksetzen. Sonst kann ich nichts machen. Na gut. Dann verlassen wir das Ding. So, und meine Mühle hier, die hole ich ein andermal ab. Oh mein Gott. Aber ich sollte tanken, Leute. Wartet mal. So. Oh Gott, wie die klingt. Naja, wie ein Pickup. So. Oh Gott, ich hoffe, mein Geld reicht. Ja, 18 Dollar. Ja, ist doch in Ordnung. 18 Dollar. So. Mal sehen, wie viel der frisst an Sprit. Dann hätte ich den anderen jetzt gar nicht auftanken müssen. Na gut, ist egal. Aber ich glaube, das Auto steht mir sehr gut. Jetzt fahre ich erstmal wieder zurück zur Ranch. Oh Gott, Kurve. Wow, 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 wow. Das ist doch noch mal ein ganz anderes Fahrgefühl. So, jetzt überfahren wir mal ein paar Blümchen. So, wir sind da. Achso, ich wollte mal gucken, wie ich aussehe im Auto. Guck mal, voll lässig, so fahre ich auch. So in etwa fahre ich auch tatsächlich. Ha, geil. Okay, sehr gut. Gut, gut, gut. So. Wo sind denn wieder meine Eier hin? Ich habe neulich Eier gesammelt. Und jetzt sind die wieder aus meinem Korb weg. Finde ich nicht toll.
Finde ich nicht in Ordnung. Was soll ich denn jetzt mit 4 Eiern? Ich weiß nicht, wo die Eier hin sind. Vier Eier habe ich jetzt drinne. Das muss ich jetzt echt beobachten. So, ihr habt hier wieder alles voll gemacht, ne? Muss ich wieder sauber machen. Nur ein sauberer Stall ist ein guter Stall. Aber sonst habt ihr nichts, ne? Ich sehe sonst nichts. Nö, nö, nö. Fressen habt ihr auch noch genug. So. Jetzt mal gucken. Ach Gott sei Dank muss ich jetzt auffüllen. Wie geht's dann meinen Dickies? Ihr lebt ja immer noch. Oh, die werden alle so fett. Ja, jetzt kommt ihr wieder rein noch raus, ne? Ich brauche Geld. Ich brauche Geld, ich bin pleite. Achso, ich sollte jetzt mal speichern. Mit R. Vielleicht sollte ich auch mal mein anderes Auto holen. Wollen wir das machen? Ich renne jetzt einfach mal zum Autohaus und hole noch mein anderes Auto. Achso, ich sollte vielleicht auch die Waffe in die Hand nehmen. Ach, jetzt ist es nicht aufgeladen. Komisch. Egal. Egal, egal. Dann hole ich jetzt mal ganz schön mein anderes Auto. Ja, das mag ich nicht, da so einsam und allein stehen lassen. Ah ja. Ein paar Meter muss ich noch. Huch, hier ist ein Stein. Eine. Ach so. Schön, oder? So eine Wiese. Und es ist neblig draußen. So, guck mal, wir sind auch gleich da. So, stopp. Nach links und nach rechts gucken. Ich muss mich echt noch mal hier umschauen. Was ist denn da oben eigentlich? Ha. So, aber erstmal speichere ich, bevor ich jetzt hier losfahre. Ach so, Hand. 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 Nee, das war Licht. Was ist denn da oben? Wow, nein! Da lang, Mädel. Ach so, da ist ein Tunnel, ne? Ja. Okay. Kommt man da weiter? Nee. Unsichtbare Wand. Ach du Scheiße, jetzt muss ich zurück. Ich und rückwärts fahren. Okay. So, hier ist also nichts. So, stopp. Stopp, Phantasiens. Stopp! Sag, boah, ist die doof?
Ja, es ist auch nichts weiter markiert, denke ich. Ich mache mal die weg. Na gut. Wo bin ich denn jetzt? Da. Okay. Wow. Ganz schön gefährliche Angelegenheit hier. Nee, das ist das Autohaus. Ich muss da lang. Wie fährst du denn? So, tanken war ich erst, brauche ich nicht mehr. Ich habe sowieso keine Kohle. Voll in den Po. Ehrlich. Das nennt man Tierquälerei. Hand. Ach Gottchen, ey. Ich weiß nicht, schaffe ich das noch zum Laden vielleicht? Hoch. Wie spät haben wir es denn? Ja, ich fahre jetzt erstmal nach Hause. Wartet mal, wartet mal, wartet mal. Stopp! Das ist doch meine Ranch, oder? Oh Gott, auf dass ich das nicht hinkrieg. Typische Abkürzung machen wollen hier. Ach, Gott sei Dank. Ich hab's. So, wartet. Jetzt werde ich mal das Fleisch umladen. Also kriege ich hier das. Oh. Ah ja, hochspringen kann ich auch. Na, da. Da. Echt jetzt? So weit da hinten? Beziehungsweise so weit vorne? Warte mal, ich mach's mal von hier vielleicht. Na gut, sieht aber jetzt aber auch nicht wirklich aus, als ob das mehr Ladefläche wäre. Da soll ein Schwein und eine Kuh aufpassen? Ich wage es zu bezweifeln. So, mit R speichern. Und fahren wir jetzt mal schnell gegen mein anderes Auto. Wow. Mädel. Fahren wir jetzt einfach mal ganz schnell nochmal zum Laden. Oder auch nicht, ich habe Angst. Wow. Oh. Schleudergang, Schleudergang. Der fährt sich komisch. Wartet. Ach, Leute. Aber er verbraucht weniger Benzin, glaube ich. Das ist schon mal gut. Das ist nicht wahr, oder? So, jetzt einfach nur geradeaus, Baby.
Der macht so komische Proben. Ah. So, schnell verkaufen. Dann habe ich auch wieder ein bisschen Money. Money, Money, Money. Und dann gucke ich gleich mal, was eine Kuh kosten würde. Ich hätte gern auch eine Kuh. Ich mag nämlich Milch. So, erstmal verkaufen wir. Gott, bin ich pleite. 29. Jetzt habe ich 134. Na super. Ach so, ich wollte mal gucken. Eine Kuh würde kosten 650. Oha. Oha, sage ich da nur. So. Wie dem auch sei, meine Lieben. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen, für eure Likes und für eure Kommentare. In der nächsten Folge werde ich dann womöglich wieder etwas jagen gehen, beziehungsweise zwischen der heutigen und der morgigen oder so. Mal sehen. Oder wir machen das einfach mal zusammen. Ja? Ich überlege es mir. Vielen, vielen Dank und habt noch einen schönen Wochenanfang. Und ich hoffe, ihr seid auch morgen wieder mit dabei. Bye, bye.